Gemstuk is een waanzinsberg, weil er is een Schattenberg. Ja, wenn man im Schatten ist, bleibt der Schnee halt länger gut. Durch das ist es schöner jetzt zum Skifahren. Ja, durch das dann nachher eigentlich Schatten. Also wir sagen dem den Black Diamond, also der schwarze Diamant. Gemstück ist ein Paradies für einen Freerider. Man geht ganz auf einen Gipfel und dann hat man vier verschiedene Fahrtrichtungen, die man runterfahren kann. Also man ist sehr schnell an einem sehr schönen Ort und es gibt verschiedene Abfahrten, die man machen kann. Es gibt verschiedene Runs, die man machen kann. Das ist ein grosses Plus halt für Menschen. Wenn ich das Wort Schattenkind höre, dann, dann werde ich fast ein bisschen traurig, dass ich das nicht auch machen kann. Ich glaube, wenn ich heute noch einmal so 15, 16, 17 wäre, wären das meine Stars. Schattenkinder, ja, Schattenkinder, das ist so ein Hashtag, das wir einmal so ein bisschen aufgefasst haben, aus dem Spass. Es ist ein wunderschöner Name, der für mich zwei Sachen bedeutet. Erstens, es sind Gemstock-Freaks und der Gemstock ist ein Schattenberg. Schatten könnte aber auch heissen, sie wollen nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und darum finde ich eigentlich, das ist ein wunderschönes Wort, das genau zu denen passt. Wieso ich eigentlich Freeride, es ist eine sehr kreative Art zum Skifahren. Also das heisst, ich kann wunderschöne, weiche Pulverhänge fahren. Ich kann aber auch ein bisschen auf Felsen springen. Es ist sehr kreativ. Wir sind eigentlich immer die gleichen Leute, die miteinander freiriden. Zwei davon sind der Janik und der Jan. Wir sind sehr eingespielt, sage ich einmal. Wir kennen uns sehr gut. Gell? Das ist wie ein Kaffee ohne. Wir unterscheiden uns. Aber zusammen ergänzen wir uns recht gut. Darum sind wir auch schon recht lange Kollegen. Sie sind eine ganz coole, gesunde Gruppe, die nicht auf Show macht. Es muss nicht gerade alles sofort auf alle Social Media verteilt werden, sondern wenn die an einem Ort über einen Felsen springen, dann springen die für sich selber über den Felsen runter und nicht für irgendeinen, der unten am Fotografieren ist. Das sind original Andermatter, also sie sind auch alle da geboren, da zur Schule gegangen. Andermatt ist halt, es ist ein kleines Dorf und man kennt einander. Man redet auf der Straße miteinander, man sagt gerade einen Tag. Ja, es ist sehr
familiär eigentlich. Also jeder kennt sich. Und das ist sicher speziell gegenüber einem grösseren Ort, wo man mehr anonym ist. Für junge Leute ist Andermatt natürlich sehr attraktiv. Erstens, weil man sehr gerne von außen ist, Sommer wie Winter. Da ist man da wunderbar aufgehoben. Und auch im Winter ist klar, viele Leute sind im Dorf. Das Nachtleben existiert, das heisst, wir haben auch viele Bars, wir haben Pubs, wo man wirklich auch ein bisschen den Ausgang geniessen kann. Mein Bezug zu den Schattenkindern ist einerseits am Berg, also sind wirklich Top Freerider. Andererseits sind sie dann auch in meinen Club gekommen und haben sich anders als am Berg, also nicht so schweigsam, nicht so fokussiert, sondern sie können auch ganz ordentlich Partys anreissen. Also wenn wir wissen, am nächsten Tag ist sensationelle Verhältnis, dann ist es so, dass wir nicht gross in Ausgang gehen oder noch weiss nicht wie lange da Bier trinken. Es ist wirklich so, dass wir unser Partyleben, falls wir das noch irgendwie haben, planen wir je nach Wetter, je nach Verhältnis. Und wenn am nächsten Tag einer schlecht ist, dann kann es auch schon mal länger gehen. Ein guter Freerider ist jemand, der beobachten kann, sich austauschen kann, eine gute Quelle hat, nicht probiert, in einen Wettbewerb zu treten mit dem Berg. Ich glaube, das Schlimmste, was mich immer schockiert hat, ist, wenn ich so Aussagen höre, ich kann ihn bezwungen oder ich kann den Gipfel bezwungen. Also, es kommt mir fast vor wie ein Krieg und ich glaube, es darf nie ein Krieg sein gegen die Natur, weil der Krieg ist nicht zu gewinnen. Wichtig ist, dass man einfach weiss, was man macht, wo man durchfährt, dass man das Gelände kennt, dass man nicht einfach irgendwo geht und mal schaut, sondern wirklich weiss, was man macht und auch die Bedingungen anschaut, wie der Schnee ist, wie die Lawinengefahr ist und so. Ja. Ich glaube, Freeriden ist, wenn man sehr gut informiert ist, wie die drei Jungs oder auch die meisten anderen Locals, die gerne Freeriden, nicht zwingend gefährlich. Es ist immer ein Risiko dabei, aber man ist doch sehr geplant, wenn man das macht. Also es ist ein berechnetes Risiko. Ah, die Leidenschaft. Ich denke sicher auch, wir sind aufgewachsen mit dem Schnee, mit Skifahren. Das erste, was wir gemacht haben, ist Skifahren und da haben wir Freude an dem. Und man hat immer noch Freude. Also ich gehe immer noch jeden Tag gerne Skifahren. Und gerade jetzt bei so Wetter. Ja, ist cool. Nein, ich bin nicht. Also, Freeriden, sage ich, du wirst nicht so geboren. Also das ist so, dass man in Andermatt lernt man sehr schnell, sehr früh Skifahren. Mit den Eltern, mit Kollegen. Und dann ist man immer mehr da innen gerutscht. Ich bin doch auch schon seit 15 Jahren, sage ich, schon effektiv am Freeriden. Am meisten Freude bereiten wir eigentlich zusammen mit den Kollegen für uns in der Natur zu sein. Aber auch, es ist auch, man kann an Grenzen gehen, man kann neue Sachen ausprobieren, man probiert schneller, steiler zu fahren. Ich meine, wenn man mit dem Schnee aufgewachsen ist und wenn ich zurückdenke an meine Jugend, dann sehe ich vor mir nur Schnee und spüre nur Schnee und spüre nur kalt. Also blaue Finger und kalte Füße und sich mit dem Schnee befassen. Das geht dann bis so weit, dass man halt irgendeines Tages auch im schönsten Pulverschnee einen steilen Hang runterfahren kann. Der ganze Schnee über den Kopf hin, man kann kaum schnaufen und man fühlt sich dann so wie ein Vogel, der fliegt. Es ist eine unheimliche Freiheit, die man dann hat.